Das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der Abgeordnete Rasmus Andresen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir Grüne stehen zu einer internationalen und fairen Handelspolitik. Wir lehnen Abschottung und nationalen Protektionismus, wie sich ihn AfD und Donald Trump wünschen, entschieden ab. Wir glauben, dass internationaler Handel einen Mehrwert für alle darstellen kann. Wir glauben aber auch, dass das CETA-Abkommen dazu zwischen der EU und Kanada dazu nicht gehört und lehnen das CETA-Abkommen ganz klar ab. Das gilt für unsere Bundespartei genauso wie für unsere Landespartei. Wenn sich große Handelsblöcke wie Kanada und die EU zusammenschließen, geht dies vor allem auch zulasten von Entwicklungsländern, die durch größere Märkte stärkere Probleme haben, überhaupt noch an internationalem Handel teilzunehmen. Das wollen wir nicht. Wir Grüne wollen einen fairen Handel und glauben, dass deshalb grundsätzlich diese Art der Abkommen zwischen großen, mächtigen Wirtschaftsblöcken allein schon zu kritisieren ist. Wir kritisieren am CETA-Abkommen aber auch, dass es eine ganze Reihe von unklaren Rechtsbestimmungen beinhaltet. Und Frau Kollegin Pörsch, wenn wir uns mal dann auch gemeinsam die Unterlagen angucken derjenigen, die wir jetzt auch zur Anhörung noch einreichen, sind auch viele Juristinnen, die sich sehr, sehr kritisch mit dem Abkommen auseinandersetzen dabei, dann werden wir feststellen, dass es eben nicht so eindeutig und so klar von wem auch immer auf europäischer Ebene verhandelt worden ist. Und da sind viele Fragen noch offen und da gibt es sehr, sehr viel Kritik, auch übrigens von sozialdemokratischen Juristinnen und Juristen. Wir finden, dass die vereinbarten Negativlisten über Produkte und Bereiche ein Problem sind bei internationalen Handelsabkommen. Und wir wollen, dass Handelsabkommen immer grundsätzlich auch mit hohem Verbraucherinnenschutz einhergeht und starke ökologische Standards auch der Maßstab werden. Wir kritisieren allerdings als größten Punkt am CETA-Abkommen den Investorenschutz, der dort leider auch immer noch verankert ist. Durch das sogenannte ICS-Verfahren werden Klageprivilegien für Konzerne geschaffen. Und auch wenn Sie recht haben, Frau Pörsch, man kann in Berufung gehen. Es ist deutlich besser geworden, auch bei der Frage der Bestellung der Richterinnen und Richter. Bleibt aber trotzdem der Grundsatz, dass Klageprivilegien für Konzerne über Sondergerichtshöfe geschaffen werden. Das bleibt auch in CETA bestehen. Und deswegen sind die kleinen Kurskorrekturen, die sicherlich die SPD da noch erreicht hat, nicht viel mehr als Augenwischerei. Wir lehnen diese Klageprivilegien ab. Wir wollen, dass mittelständische und kleine Unternehmen dieselben Chancen haben, am internationalen Handel teilzunehmen wie große Konzerne. Gerade bei diesem Thema, also beim Investorenschutz, wird es auch darauf ankommen, wie wir uns im Bundesrat verhalten als Schleswig-Holstein. Wir sind sehr dankbar als Grüne, dass es die Volksinitiative Schleswig-Holstein Stopp CETA gibt, die mit über 25.000 Unterschriften sehr eindrucksvoll gezeigt haben, dass sich sehr, sehr viele Menschen für fairen und gerechten Handel in unserem Land interessieren und sich dafür engagieren wollen. Wenn es nur nach uns gehen würde, dann würden wir die Volksinitiative hier auch ohne Abstriche beschließen können. Anders als im Übrigen Sie, Frau Pörsch, ist ja lustig, dass Sie kritisieren, dass wir unterschiedliche Meinungen haben und dann gleichzeitig sagen, dass Sie sich aber mutig, ja, oder dass wir das dann auch noch als Begründung festhalten, während Sie gleichzeitig sagen, wir sind noch gar nicht so weit, wir würden uns enthalten, obwohl Sie wissen, dass die Frist für die Volksinitiative in ein paar Wochen ausläuft und der Landtag sich bis dato positionieren muss. Wir stellen immerhin fest, wir haben unterschiedliche Haltungen und wir sagen, dass auch wenn heute die Volksinitiative abgelehnt wird, auch wenn die Volksinitiative heute abgelehnt wird, das Ziel der Volksinitiative, Frau Redmann, erreicht wird. Die Volksinitiative möchte, dass Schleswig-Holstein CETA im Bundesrat nicht zustimmt. Warum wird das trotzdem erreicht? Das liegt daran, dass CDU, FDP und Grüne alle Ja sagen müssten zum CETA-Abkommen, damit Daniel Günther, Robert Habeck oder Nachfolgeperson, zu denen ich mich jetzt nicht äußern will, und Heiner Gag im Bundesrat dem zustimmen. Das machen sie aber nicht, weil Robert Habeck und die Grünen das nicht wollen. Und das bedeutet, dass wir dem Abkommen im Bundesrat nicht zustimmen. Damit ist das Ziel der Volksinitiative erfolgreich erreicht, obwohl wir jetzt heute hier formal die Volksinitiative ablehnen. Wenn das alle Länder so machen, wie Schleswig-Holstein sich da verhält, wenn alle Länder, wo Grüne und Linkspartei mitregieren, geschweige denn die Sozialdemokratie es so machen würde, dann würde CETA am Bundesrat scheitern. Das wäre gut, wenn das so wäre. Ich nehme sehr wohl zur Kenntnis, dass im
GroKo-Sondierungspapier ein sehr positiver Bezug zu CETA steht. Also so wertneutral, wie Sie es hier gerade aufgemacht haben, ist die SPD zumindest auf Bundesebene zu diesem Thema nicht mehr. Und ich nehme auch zur Kenntnis, dass diese Debatte uns noch weiter beschäftigen wird. Und eins will ich hier ganz deutlich sagen, die Volksinitiative kann sich da in Schleswig-Holstein auf uns Grüne verlassen. Wir ziehen die Enthaltungskarte, CETA wird nicht mit den Stimmen von Schleswig-Holstein durch den Bundesrat gehen. Vielen Dank.